Die Soldaten mit den Musketen sind die Landsknechte aus Delitzsch in Sachsen. Die Landsknechte Delitzsch wurden im Jahr 1996 gegründet und sie haben das Ziel der Heimat- und Brauchtumspflege. Die Gruppe stellt eine Einheit von kaiserlichen Musketieren, Netzross und Marketenterei dar, so wie sie in jener Zeit lebte. Oh, Jonas, schau, da hinten kommen sie mit Geschützen. Auf der Südseite marschieren nun die Pikeniere des Fischertagsvereins Memmingen mit ihren Fähnlein ein. Das schaffst du schon, um anzuhalten. Aber schau, da hinten marschieren ganz viele ein. Pass auf, das ist ein Gegner. Jetzt schießt du, glaube ich, gleich mit den großen Kanonen. Schwester hat noch so eine kleine Holzkanone, wo du mit Zündkapseln, weißt du, Konfetti schießen kannst, schon mal sagen. Aber die gibt sie nicht her, ich wollte sie schon mal haben. Oh, jetzt marschiert sie ein auf allen Seiten. Südseite marschieren die Musketiere Memmingen mit ihren Vorderlandmusketen ein. An den Kanonen sehen Sie an der Südseite die Kanoniere Bräuner aus Memmingen und auf der Nordseite die Gastgruppe Die Verlorenen. Das Regiment an der Nordseite sind Colonel Thomas Bellet's Regiment of Food. Thomas Bellet's Regiment of Food ist ein Regiment, das in Nord, einer Vereinigung in Großbritannien, die Gefechte und Ereignisse des englischen Bürgerkrieges nachstellt. Thomas Bellet's Regiment besteht seit 30 Jahren und setzt sich aus drei Kompanien zusammen, die jeweils aus Musketieren, Pikenieren und Kanonieren bestehen. Der Süd-Nord ist die weltälteste Vereinigung im Bereich Reenactment des 17. Jahrhunderts. Gegründet wurde sie 1968 von Peter Young. Sie hat ebenfalls über 5000 Mitglieder und tritt neben Großbritannien in den USA
und in Deutschland auch. Sag mal! Da, jetzt ausleeren. Ja. Jetzt sollen wir sowas aufbauen, Alter. Ich schwimme jetzt gerade weiter, wenn ihr jetzt gleich nochmal laden. Ja, wir hätten Ohrstöpsel mitnehmen können, ja, ja, aber. Es formieren sich nun die Verhandlungsdelegationen beider Seiten, um sich in der Mitte des Gefechtsfeldes zu treffen. Vermutlich wie in den vergangenen beiden Meilensteinen, auch diesmal ohne Erfolg. Vermutlich.